sind. Du möchtest unsere Aufmerksamkeit. Und wir wollen jetzt diese Stunde nutzen und dir alle Aufmerksamkeit geben. Wir wollen hinhören, wenn du sprichst, wenn du unsere Herzen berühren möchtest, wenn du etwas verändern möchtest. Vater, wir sagen, hier sind wir. Wir beten dich an und wir lieben dich. Amen. Guten Morgen. Man erzählt sich eine Geschichte von einem Polizeihund. Ein ganz gut ausgebildeter Polizeihund, der eingesetzt wird, wenn Täter ergriffen werden sollen. Er jagt ihnen nach, er stellt sie, er hält sie auf. Und eines Nachts bei so einem Einsatz jagte dieser Hund auch wieder einem Täter nach und lief dabei oder rannte dabei über die Straße und wurde überfahren. So schlimm angefahren, dass gefühlt alles kaputt war und man überlegte, lohnt sich das noch, diesen Hund zu retten oder schläfern wir ihn ein? Als der Hund dann beim Tierarzt ankam, stellten sie fest, es war eine Hündin, dass sie trächtig war. Sie hatte Welpen in ihrem Bauch. Und allein dieser Grund war, ja, haben sie gesagt, komm, wir versuchen es. Wir versuchen, ihn durchzukriegen. Wir werden ihn pflegen, dass sie die Welpen kriegen kann. Und ein paar Wochen später, tatsächlich sind gesunde Welpen auf die Welt gekommen, die keine Verletzung hatten. Nur die Mutter, also die Hündin, sie konnte seit dem Unfall nicht mehr richtig laufen. Bei ihr funktionierten nur die Vorderfüße und die Hinterbeine, die lagen auf der Seite und die schliff sie immer hinterher. Nach ein paar Wochen stellte sich ein Phänomen ein. Ich weiß nicht, ob ihr es euch schon vorstellen könnt, aber die Welpen fingen an, der Mutter nachzumachen. Sie liefen nur mit den Vorderpfoten und zogen ihr Hinterteil oder ihre hinteren Beine einfach so hinterher. Die Mutter wollte nicht, dass sie auch diese Behinderung haben, weil sie waren ganz unverletzt, aber sie konnte es ihnen nicht anders vormachen. Und dann mussten diese Welpen zu einem anderen Hund gebracht werden, der ihnen zeigt, wie man richtig läuft als Hund. Ich erzähle diese Geschichte, weil wir sind auf dieser Welt und werden geprägt. Umgang prägt. Und ich möchte einfach mit uns heute mal so darüber nachdenken, was prägt mich oder was hat mich geprägt. Das Erste, was uns prägt, sind ja unsere Eltern. Und wir können dankbar sein, wenn wir liebende Eltern haben, die uns viel Gutes beigebracht haben. Und denkt auch jetzt mal einen ganz kurzen Moment drüber nach, wofür ihr dankbar seid, was eure Eltern euch Gutes ins Leben gesprochen haben, wofür ihr dankbar seid, was ihr auch wieder weitergeben konntet und selber geprägt habt. Aber wie wir unsere Welt kennengelernt haben, es ist echt eine gefallene Welt und es ist viel mehr Streit und Krieg und Angst und Wut in uns Menschen, als dass das Gute vorherrscht. Selbst kleine Kinder muss man schon zum Guten erziehen. Niemand muss ihnen sagen, wie man lügt. Das wissen sie ganz alleine, warum auch immer. Eine gefallene Welt. Wir werden geprägt von Lehrern, von Freunden, von den Medien. Jetzt ist es ja so, dass Influencer ganz in sind, weiß nicht, will man nicht die Hand hoch jetzt, wer ein Influencer ist oder hat. Wir werden einfach so geprägt, ganz viel, ohne Gott im Mittelpunkt zu haben.
Die Welt hat sich eigentlich verabschiedet. Sie hat irgendwann beschlossen, wir sind durch einen Urknall entstanden. Man hat Gott einfach zur Seite geschoben. Es gibt zum Glück noch Kirchen, in denen ja, Gottes Maßstäbe geprägt werden. Aber 6 Tage von dieser Woche, die wir haben, werden wir anders geprägt. Nicht von Gottes Wahrheit, außer wir haben schon diesen Schlüssel gefunden und sind dabei, von dem Guten zu lernen und uns gut ausbilden zu lassen. Aber es gibt auch Eltern, ja, die auch schon Mangel haben, dadurch, dass ihre Eltern schon Mangel hatten und davor und davor. Und wenn wir beobachten oder unsere Kinder beobachten, dass man, wenn man gestresst ist oder genervt ist, dass man dann ganz gern zum Alkohol greift und merkt, ach, wenn ich das trinke, dann geht es mir besser. Kann ich nicht mehr so tief nachdenken. Und die Kinder sehen das und denken, aha, so geht das. Man greift also zum Alkohol. Ich hatte letztes Mal jemand aufmerksam gemacht, dass in jedem Film tatsächlich Alkohol getrunken wird. Das wird richtig in uns reingelegt, wenn Stress ist. Früher waren das Filme mit Zigaretten, das darf man wohl heute nicht mehr. Da hat jeder geraucht, in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, in den Filmen. Und heute trinken sie. Also man findet seine Befriedigung in dem, wenn man Gott nicht hat. Durch unser System sind wir ziemlich geschädigt worden. Und ich glaube, es gibt niemanden, der kein verletztes Herz hat, der noch nicht irgendwie etwas sich anhören musste, was ihn verletzt hat. Und vielleicht auch niemand, der noch nie jemand anderes verletzt hat. Sünde wirkt ja immer wieder Sünde. Man tut uns was und wir möchten uns wehren. Wir kennen Gottes Antwort. Ich muss mal ein Stück trinken. Wir kennen Gottes Antwort darauf. Er sandte seinen Sohn, um uns mit sich zu versöhnen. Wir haben es versucht, ohne ihn klarzukommen. Aber wir merken ja immer wieder, dass wir für das Böse sind wir nicht geschaffen. Es macht uns krank, es macht uns traurig. Wir können keine Beziehungen richtig leben, nicht gesunde Beziehungen leben. Alles muss man sich hart erarbeiten, weil ja, das Böse ist einfach so laut und so vorherrschend. Und ich möchte mit uns, Paulus drückt das so schön aus an die Galater, möchte ich das mal lesen. Ich habe den 3. Vers hier auch noch, der steht da leider nicht, aber den möchte ich noch mitlesen. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen, also der Frosch will nicht hoch und nicht runter. Entschuldigung. Nochmal. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Stimmt das? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, sagt Paulus zu den Galatern, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Wow, was für ein Schlusssatz. Lass uns mal die Verse einzeln durchgehen. Doch als die festgesetzte Zeit da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von seiner Frau und dem Gesetz unterstellt. Jesus war diesem Gesetz unterstellt. Er ist genau in dieses Böse hineingekommen. Er hat genau die Dinge erlebt, die wir auch erleben. Als erstes war er direkt ein Flüchtlingskind, weil er sollte umgebracht werden.
Er musste schon gleich als frühestes Kind mit seinen Eltern flüchten. Später war Satan, durfte Satan einfach zu ihm kommen und ihn mit seinen Lügen verführen, beeinflussen. Und er wollte unbedingt, dass er seinem Vater doch ungehorsam wird, gegenüber wird. Er erlebte Undankbarkeit, selbst als er heilte. Er heilte 10 Aussätzige und nur einer kam zurück und sagte Danke. Er wurde verleumdet. Er wurde abgelehnt, gehasst. Man unterstellte ihm sogar, dass er mit dem Teufel im Bunde sei. Er wurde aufgefordert, herausgefordert, richtend zu reagieren, dass man ihm die Frau, die Ehebrecherin vorführte. Und er wurde verraten. Das ist eigentlich genug Material, dass man zerbrechen könnte oder ein Trauma hat oder beleidigt ist, sich zurückzieht, Selbstmitleid hat. Er hätte mit seinem Vater sprechen können und sagen können, die wollen mich hier nicht, die wollen nicht gerettet werden. Aber es machte er nicht. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Seine Reaktion war, er war standhaft. Er sündigte nie zurück. Er war in allem, war er seinem Vater gehorsam. Erfüllt mit dem Heiligen Geist konnte er Schmach und Ablehnung ertragen. Hört, hört, er konnte Schmach und Ablehnung ertragen. Das Böse konnte ihm nichts antun, weil er nicht zurücksündigte. Er war wie der Spiegel seines Vaters. Wer mich kennt, kennt den Vater. Wow. Und dann sagt er in Vers 6, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Dieser Geist, der ihn dazu befähigt hat, nicht zurückzusündigen, den hat er uns gegeben. Sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Wie reagieren wir jetzt auf dieses Angebot? Ich sehe das in meinem eigenen Leben. Wir richten uns so ein. Also Gott mit seinen ganzen Angeboten ist fast wie so ein romantisches Angebot, aber nicht wirklich tragend für den Alltag. Das typische Beispiel beim Autofahren. Also diese ganzen gewohnten Muster, die wir bei unseren Eltern vielleicht gesehen haben, bei einem Lehrer, den wir mochten, gesehen haben, wie man durchs Leben geht, wie man sich behauptet. Wir entwickeln uns, so würde ich jetzt sagen, entweder werden wir so Opfer, mit dem kann man es machen, der wird immer draufgehauen und es macht sich ganz viel Schmerz und Selbstmitleid und man zieht sich zurück und man ist der Loser und so, man richtet sich dann so ein und selbst dann, wenn man Gott kennenlernt, bleibt man vielleicht innerlich immer so, ach, ich bin ja nur ein armer Sünder. Das sagt der Text hier gar nicht. Und andersrum, wenn du vielleicht mit herrschenden Eltern aufgewachsen bist und gesehen hast, aha, man benutzt seine Ellbogen, man ist jemand, man geht nach vorne, dann wirst du zum Täter. Dann brauchst du wieder Opfer, auf denen du rumhacken kannst. Es gibt irgendwie nur so diese beiden Richtungen. Und Gott oder Jesus hat uns vorgelebt, wie man da ganz standhaft durchgeht, wenn man mit dem himmlischen Reich verbunden ist. Er war so nah mit seinem Vater verbunden. Und wir sollen das auch. Also wir dürfen auch Vater sagen. Nun haben wir aber oft verdrehte Sichtweisen von einem Vater. Wenn wir das nicht erlebt haben, dass er da war, dann haben wir Gott gegenüber vielleicht auch so ein Gefühl, naja, sieht er mich überhaupt? Ich bin gar nicht so bedeutend und ich tue auch nicht so viel für ihn. Doch, er sieht dich. Das ist aber deine alte Wunde, die du erlebt hast. Dieses,
Gedankenmuster, was du immer noch mit dir rumschleppst. Oder du bist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Du bist der Wichtigste und immer vorne weg und du bist der Allertollste und du leistest ganz viel. Und Vater, siehst du, was ich geleistet habe. Und das ging auch egal. Er liebt dich und er meint dich und nicht deine Leistung oder das, was du hinkriegst. Es war Jesus' perfektes menschliches Leben, das seinen Vater stolz machte. Er sagte bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn. Und das kennen Eltern unter uns auch. Wenn unsere Kinder irgendwas Tolles gemacht haben, dann sagt man so, oh, das hat er von mir. Ich bin richtig stolz auf ihn. Und wenn er nicht so, na, das muss er von dir haben. Also, das schieben wir dann schnell weg von uns. Aber wir sind auch gerne stolz auf unsere Kinder. Und stellt euch vor, unser himmlischer Vater schaut auf uns herab. Und er hat alles in uns hineingelegt, was ihn stolz machen könnte. Und jetzt liegt es an uns. Bleibt es für uns einfach eine romantische Vorstellung, dass wir in eine Freiheit hineintreten können, wo wir nicht mehr sündigen müssten? Darf ich nochmal trinken? Oder nehmen wir Gott beim Wort? Wollen wir raus aus dieser Gefangenschaft? Ich habe das schon mal erzählt. Jesus hat mir mal ein persönliches Bild vor Augen gemalt, was ich öfter wieder bekomme, auch gerade wenn ich mit Menschen im Gespräch bin. Und zwar hat er mir ein Gefängnis mal gezeigt. Ich musste bei einem Spaziergang immer an das Wort Gefängnis denken und dachte, wieso muss ich immer ans Gefängnis denken? Ich kenne da niemanden. Und dann habe ich gefragt, Gott, bist du das? Möchtest du mir irgendwas sagen? Und dann habe ich mich reingelassen, habe mich gesehen, wie ich in so einem Flur von so einem Gefängnis langgehe. Die Zellen waren so und es waren alles Gitterstäbe. Und die Zellen waren auch gefüllt mit Menschen. Und manche gucken aus dem Fenster, manche hatten ihren Kopf so aufgestützt und sah sehr traurig, hoffnungslos und gelangweilt aus. Und Jesus und ich gingen an diesem Flur und dann habe ich Jesus gefragt, wieso zeigst du mir das? Was ist hier? Was soll ich sehen, was ich vielleicht nicht sehe? Und dann tatsächlich musste ich plötzlich auf die Türen und die Türen, die waren gar nicht zugeschlossen, die waren alle auf. Die lehnten einfach nur an. Und ich fragte Jesus, was ist hier los? Wieso gehen die nicht raus? Warum gehen die nicht in die Freiheit? Die Türen sind gar nicht zu. Und dann sagte er mir, Mirjam, als ich am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht, sind alle Gefängnisse aufgegangen. Wir sind nicht mehr Gefangene. Er hat uns die Erlösung gebracht. Aber nun sitzen wir immer noch da drin, in unseren alten Verhaltensmustern, in dem, wie wir meinen, so geht das Leben oder das habe ich wohl verdient. Wir können die Gnade gar nicht annehmen. Und ich möchte heute mit uns oder möchte euch ja ermutigen, ich soll auch noch jemanden sagen, das habe ich vorhin da im Gebet gehört, dass Gott möchte jemandem sagen, ich werde dich heute überraschen, rechne mit mir. Soll ich gerade noch mal jemandem sagen. Wir feiern hier heute das Abendmahl und ich würde das gerne, wenn ihr möchtet, also ich weiß nicht, wie schnell ihr so ein Bild im Kopf habt, wo ihr vielleicht in geschützten Mauern, so ein Gefängnis hat ja auch so einen gewissen Schutz. Wenn man da 10 Jahre drin sitzt, weiß man vielleicht schon gar nicht mehr, wie es da draußen ist. Und so in seiner kleinen Zelle fühlt man sich ganz wohl. Das sind einfach Sprüche oder Sätze, die man sich gesagt hat, wie man sich jemanden, das tut mir keiner mehr an oder so. Und so baut man sich sein Gefängnis und bleibt da einfach drin. Ist nicht richtig beziehungsfähig, weil das ist noch nie gut gegangen und rechnet aber nicht damit, dass es gut geht, wenn man diesen Schritt rauswagt mit Jesus, zu Jesus hin. Und diesen Geist, den er einem geben will, der uns zum Kind Gottes macht, wenn man den nicht in sich hat, ist es auch schwierig. Es, würde ich sagen, bleibt da drin. Aber wenn du sagst, nein, ich will das mal ausprobieren, was da drin steht,
ob es war. Prüft mich, sagt Gott uns. Also lass dich überraschen, wenn du diesen Schritt aus deiner alten Gewohnheit rausgehst. Wie machen wir das? Im Kolosserbrief steht, da ich mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, ihr wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten. Das machen wir 7 Tage die Woche, ne? Sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Das ist unser wahres Leben. Wie kommen wir denn dahin, in dieses wahre Leben, das in Gott verborgen ist? Da müssen wir doch raus aus unserem Gewohnten, was uns so falsche Sicherheiten gibt. Versuch doch mal im Feierabend, das nicht mit Alkohol zu betäuben, sondern such doch mal die Geborgenheit Gottes. Da ist der wahre Trost, da ist das wahre Leben zu finden. Wenn du verletzt wurdest, verkrümel dich nicht in Selbstmitleid, sondern traue dich mal, aus dieser Zelle einen Schritt rauszuwagen. Lass das Selbstmitleid hinter dir. Es ist gar nicht nötig. Du brauchst das nicht. Wenn du verborgen bist in Gott, dann brauchst du kein Selbstmitleid haben. Niemand schuldet dir dann was. Du bist angenommen, du bist sein Kind. Aber das muss man üben, man muss das üben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte von Nicht wie bei Räubers kennt, wo ein Königskind unter Räubern aufwächst und sich natürlich auch benimmt wie ein Räuber. Man klaut dann und lügt und will Vorteile haben, weil isst vielleicht ganz viel und alles ganz schnell auf, weil man nie weiß, wann kriege ich wieder was. Also man ist sehr, sehr egoistisch erzogen worden. Sind wir ja auch, ne? Ganz ehrlich, unser System, wir sind sehr egoistisch erzogen. Und jetzt erkennen wir aber, Mensch, ich bin ein Königskind und komme zum König. Und das müssen wir erstmal lernen, wie man sich da benimmt als Königskind. Und das ist unsere Strecke des Lebens, wo wir das üben, jeden Tag, uns zu benehmen wie Königskinder. In dieser Sicherheit, in dieser Geborgenheit. Wenn ich jetzt esse, ich muss nicht alles in mich reinstopfen. Morgen um diese Uhrzeit steht wieder das Essen da, weil er ist mein Versorger. Er kennt meine Bedürfnisse, er sorgt sich um mich. Noch ein Bibelvers. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Das ist so großartig. Er war Mensch, er war ganz Mensch und Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Und jetzt kommt es durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt, hat er euch mit sich versöhnt. Mit uns passiert genau das Gleiche, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Echte Königskinder. Und ich würde uns gerne so auffordern, heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, nicht einfach nur als, ja, danke, dass du irgendwann was für mich getan hast, sondern zeig mir mein Gefängnis. Zeig mir das, was mich aufhält, wo ich nicht in diese tiefe Geborgenheit oder in Gemeinschaft reinkomme, die mir eigentlich zusteht. Und dass man sich wagt, dann diesen Schritt rauszugehen. Ich sehe, Hendrik ist noch draußen. Hendrik, würdest du ein bisschen was spielen? Ich möchte jetzt das Abendmahlsteam bitten, das Abendmahl zu verteilen. Und in der Zeit, wenn ihr das habt, betet mal und fragt Gott, Gott, wie heißt mein Gefängnis? Oder wie heißt meine Festlegung, die ich habe, warum ich mich nicht raustraue aus meinen scheinbar sicheren Wänden, aber dir, das ist ja ein Trugschluss, du sitzt ja im Gefängnis. Gott hat etwas anderes für dich. Ihr könnt schon anfangen und durchgeben. Thank you.
der Vorbereitung kam mir,